Wir müssen eigentlich Schadenprävention machen. Wir müssen schauen, dass die Welt besser wird, dass sie weniger gefährlich wird. Es gibt immer mehr nachhaltig lebende und denkende Menschen. Und insofern müssen wir uns als Versicherer auf die Bedürfnisse der Kunden einstellen. Hallo und herzlich willkommen. Als Rückversicherer hast du den ganzen Markt im Blick. Meine Frage an dich, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit heute schon im Markt? Die Welt ist nicht mehr so wie früher. Wir sehen jetzt eine Pandemie, wir sehen die internationalen Verkehrsmittel, die eben die Krankheit von Kontinent zu Kontinent schleppen. Wir sehen aber auch das Thema immer mehr Naturkatastrophen. Und da muss man sich schon mal die Frage stellen, wollen wir das eigentlich weiter so zulassen? Und setzen einfach nur auf eine Entschädigung und sagen, na gut, wir zahlen einfach das Geld aus und gut ist es. Oder wollen wir grundlegend was ändern, dass wir eine bessere Umwelt haben? Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir jetzt zum Jahresende gehen und uns überlegen, wie wird die Zukunft sein? Ich glaube, das, was wir im Jahr 2001 gesehen haben, mit den Terroranschlägen bis hin zu den ganzen Hurricanes, die jetzt auf uns eingekommen sind, bis jetzt im Jahr 2020 mit einer Pandemie, das ist doch einfach eine Sache, dass wir eben unsere Umwelt besser in den Griff kriegen müssen. Und vielleicht, und da sind wir auch als Rückversicherer daran interessiert, eben auch Deckungslücken zu schließen. Ich meine, wir sehen halt durch solche Katastrophen immer mehr Leute, die noch ärmer werden. Das kann eigentlich auch nicht die Zukunft der Menschheit sein. Die Versicherungswelt agiert ja normalerweise wie ein großer Tanker. Und insofern sind im Regelfall kleine Player wichtig, um Veränderungen herbeizuführen. Die Ostangler Brandgilde ist so ein kleiner Player, der schnell agieren kann und deshalb haben wir das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Hause schnell umgesetzt. Eigentlich agieren wir seit 1788 nachhaltig. Kapitalanlagen haben wir immer in der Region getätigt, Ärztehäuser, Solaranlagen. Wir haben nie die große weite Welt gesucht, also Rüstung, Kohle, Kernkraft, schwere Chemie waren nie unsere Themen. Aus diesem Grunde ist für uns das Thema Nachhaltigkeit seit 1788 in den Fußstapfen festgelegt. Wie setzt man das eigentlich konkret in den Produkten um und kann man Nachhaltigkeit überhaupt in Produkte umsetzen? Annika, Hand aufs Herz, wie habt ihr das bei euren Produkten gemacht? Wir als Ostangler haben die Produktfamilie Green Fair Play Plus entwickelt, in der Haftpflichtversicherung und in der Hausratversicherung. Der Kunde kann durch einen Zuschlag dieses nachhaltige Produkt erwerben. Und unter anderem ist in diesem Tarif mitversichert die generationsgerechte Schadenregulierung. Was heißt das für den Kunden? Dass wir als Ostangler 1,5 Cent je Euro Schadenregulierungssumme spenden. Die Ostangler Brandgilde ist aufgrund ihrer Größe in der Lage, schnell und unkompliziert zu entscheiden und zu reagieren. Das spielt auch für die Nachhaltigkeit eine große und wichtige Rolle. Wir haben ein Highlight in der Green Fair Play Plus Hausratversicherung mitversichert. Unter anderem, dass wir sagen, nach einem versicherten Überschwemmungsschaden übernehmen wir die Kosten zur Erstellung eines Hochwasserpasses, der uns dann dabei hilft, die Schadenursache zu finden und den Folgeschaden zu meiden. Im Bereich der Klimaveränderung ist es mittlerweile 5 vor 12, wenn es nicht bereits schon eine Minute vor 12 ist. Und deshalb müssen auch wir als Ostangler Brandgilde mit Volldampf in die Nachhaltigkeit.